Dann begrüße ich euch alle mal zu unserem heutigen Angespielt. Und unser heutiges Angespielt-Spiel ist ein Spiel, was ich schon sehr lange auf meiner Liste habe, weil es einfach super stylisch aussieht und vom Setting genau in das fällt, was ich mag. Auch die Musik und der Soundtrack des Trailers waren ziemlich nice. Aber irgendwie bin ich bisher noch nie dazu gekommen, es zu spielen. Ich glaube, ich habe mir jetzt die Ratings vorher nicht angeguckt. Aber ich glaube, es hat jetzt auch nicht das allerhöchste Rating. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wir schauen heute einfach mal unsere circa 2 Stunden da rein. Jetzt ein bisschen weniger, weil wir so viel geschnackt haben über den Community-Abend, der immer am ersten Samstag des Monats stattfindet. Aber legen wir mal los. So. Schwierigkeitsgrad. Du willst einfache Kämpfer, ein nettes Touristen da sein, keine Nerverei, weil du ständig stirbst? Nee. Abenteuerlustig und weiß, was Spaß ist? Ha. Wutang Nanos, nur für Hardcore-Gamer. Nee, das Hardcore-Gamer bin ich nicht. Meine das schon ernst? Das war zwar anfangs eher zufällig, weil mein Wecker am Wochenende auch immer um 8 Uhr geht, aber mittlerweile freue ich mich immer drauf. Das ist lieb, Mypo. Ich versuche, meine Emotionen auch nach außen hin zu zeigen. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Auch im Jahr... Oh, shit, da muss ich selber lesen. Mit den Leben-Spielen hat noch nie so viel Spaß gemacht. Okay, ich glaube, der Ton ist noch ein Ticken zu laut. Ich finde das Spiel auf jeden Fall schon mal ultra stylisch. Aber warum ist hier mein Mauszeiger mitten im Bild? Ist doch scheiße. Warum habe ich überhaupt einen Mauszeiger, wenn ich einen Controller in der Hand habe? Ist der Helm FFP2? Weiß ich nicht, aber ich hätte auch gern so einen Helm. Und jetzt habe ich schon meinen Mandalorian-Helm. 3, 2, 1. Alle Systeme online. Sagt mein Gebieter. Du bist in Heaven. So sieht also der Heaven aus. Du bist hier, um den Boss umzubringen. Wir wissen, dass du hier bist. Wenn du leben willst, tu, was ich dir sage. Ich sag schon mal, Warnung aufgrund von, wie nennt sich das, fotosensitiven Inhalten. Also, ist wahrscheinlich jetzt schon zu spät, aber... Testen wir die Steuerung. Aufgabe, Boss töten. Ich soll hier pullen. Bewegen mit L. Okay, also wir haben ja, glaube ich, klassischen Twin-Stick-Shooter. Aber ich glaube, ich mache sicherheitshalber den Ton nochmal ein bisschen leiser. Ich habe das Gefühl, das ist ein Ticken zu laut. Nein, ich hätte bestätigen müssen. Damit. Immer noch ganz schön laut, ne? Eigentlich sollte das nicht mit den ganz normalen Geräuschen da schon am gelben Pegel egeln. Aber ich meine, es hätte mich auch gewundert. Ich muss ja meistens bei den Spielen auf 30% gehen, damit sie einigermaßen ordentlichen Sound haben. Und ich glaube... Dem ist ja auch so. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, in einem Bereich, zumindest mit normalen Sounds. Jetzt gucken wir mal gleich, wie laut die Baller-Sounds sind. 40% fände ich besser. Ja. 42%. Ungerade Zahlen, da kann ich nicht so gut mit. Also ich meine, es ist eine gerade Zahl, aber ich meine so, was nicht durch 5 teilbar ist. Umsehen mit R. So, also wir haben einen Twin-Stick-Shooter, Twin-Stick-Brawler. Das ist aber ein bisschen weird, wie sich die Kamera mitdreht. Angreifen mit Right Button. Oh. Das ruckelt ein bisschen scheinbar. Meine Scheren können nur durch 5 schneiden, exakt. Ich finde den Stil ganz geil. Also auch so wie der Untergrund und mit den schönen Schriften da drauf und so. Das ist natürlich klassisches Cyberpunk-Design.
Aber finde ich schon irgendwie ganz nice. Wachen. Dann wollen wir mal etwas Spaß haben. Erledigt ihn! Firmensoldaten, je zornig, unerbittlich. Erledige alle Gegner. Muss ich da noch irgendwas lernen? Oh. Okay, das ist ziemlich, also auch Warnung, Gewalt und so, ne? Haben wir eine Jogginghose an eigentlich? Die Hose ist irgendwie ein bisschen unstylisch, die wir tragen, aber gut. Ja, ich arbeite hier nur. Was ist das denn für Flugroboter? Bleib zurück. Ist denn, oh, ist der Ton in Ordnung? So, mit linker Stick plus LB können wir dashen. Okay, da sind irgendwelche Symbole. Achso, das sollen wir dreimal machen. Könnte noch 12% lauter sein. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Weiche den Minen aus. Ah! Ich hab doch gedrückt! Hab ich denn irgendwie so eine Dash-Dingsel-Einschränkung oder kann ich so oft dashen, wie ich will? Überhitzung, ah, okay. Aber ich kann schon ziemlich oft dashen. Hallo, ich will nicht sterben. Oh, ein Health-Ding, aber ich bin schon voll gehealthed. Oh. Hey, du Penner, dich mache ich alle. Okay. Dash zum Gegner. Ah, Mist. Trotzdem, glaube ich, getroffen. Ein Dashcam wäre super. Witze sind wieder da. Für deine Fähigkeiten. Ja, ich muss auch in die Richtung ziehen, denke ich. Ne? Bam. Da ist irgendwas. Ich verstehe noch nicht so ganz. Manchmal ist er hier. Okay. Manchmal ist ja. Bis jetzt sind alle One-Hit, ja. Combo, Aufgabe gut. Hm. Verstehe noch nicht so ganz. Manchmal ist Zeitlupe, Zeitlupenmodus. Frag mich, ob das automatisch ist oder ob man das auch irgendwie aktivieren kann. Fülle deine Energieanzeige. Ah, okay. Energie versorgt Skills und Ausrüstung. Öffne das Menürad mit Y. So. Hab ich gedrückt halten. Wähle den Energieschild. Wo ist der Energieschild? Ah, das ist der Energieschild. Achso, ich dachte, das wäre der Dash. Aufgabe gut. Krabbensinne. Für dich ist das nicht, für uns ist das nicht ein Slow-Mo. So, achso, Left Trigger, okay. Das hat jetzt quasi eine Steuerung bis jetzt, so wie Hypos der No Other Demons oder wie das hieß. Ich wurde von einer mutierten Krabbe gebissen. Da möchte ich lieber nicht drüber reden. Was stand da? Wie? Ja. Release, hide. Ne, please hide and wait for help. Achso, okay. Ich glaube, die reden über mich. Oh boy. Aktiviere den Schild mit Left Trigger. Das ist ja ganz schön. Ja, okay, und der. Oh. Der verbraucht also die Energie, wenn ich getroffen werde. Oh, scheiße. Oh, ich bin gestorben.
Kannst Fähigkeiten deaktivieren und andere wählen und verstärken. Hätte ich noch dashen müssen? Was kostet das auch? Hey. Vampirkrabbe. Krampir. Der Krampus. Ja, ich habe das auch verstanden mit dem Kill the Boss. Wo ist denn der Boss? Kann ich rein? Nein. Bitte. Cramp Boss. Erledige alle Gegner. Gut, dass sie sich so dumm ankündigen mit ihrem Reindashen. Anstatt einfach anfangen zu schießen. Was ist das schon? Ist aber ein bisschen doof, dass. Ja, ich muss den Stick drehen. Oh. Es ist, ich hoffe, es gibt auch noch Schusswaffen später. Ne, ich muss zum Schlagen, muss ich Right-Button drücken. Waffe aufnehmen mit A. Ach, guck mal. Automatikpistole, Ruiner, Schuss 8. Habe ich jetzt beide Waffen noch? Schießen mit Right-Trigger? Oh, nee. So, das heißt, ich kann jetzt so schlagen. Und ich kann mit dem anderen schießen, okay. Eieiei, so viele Tasten. Das kriege ich doch niemals hin. Achso, ich soll erst mal schießen. Hier ist noch welche? Ah. Oh, die halten ja mehr als einen Schuss aus. Warum das denn? Okay, es ist ein bisschen Auto-Aim mit drin. Ah, hier kriegt man so Lebens- und... Habe ich unendlich Schuss? Ich hab voll Schuss gedrückt, ich wollte gar nicht dashen, ich wollte eigentlich schlagen. Lieber den Right-Button als den Wrong-Button. Ja. Eine Chris SV4. Das ist doch bestimmt besser als meins, oder? Je größer, desto besser, sagt man doch. Manchmal. Ich habe meine Energie natürlich wieder nicht benutzt. Multidash. Alte LB. Ah, man kann ihn auch halten. Okay. Setze alle Dash-Wegpunkte mit Right Trigger oder Right Button. Ah, okay. Habe ich gerade überhaupt die richtige Taste? Wie mache ich das denn jetzt? Alte Left Button. Ja. Ich kann. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Okay. Also ich finde dashen oder was? Das ist cool. Bäh. Und dann loslassen. Okay, das finde ich ganz nice. Die Frage ist nur, ob ich das auch hinkriege. Muss ich hier weiterlaufen? Im Gegner? Ich muss weiterlaufen, okay. Niemand fragt, habe ich dich niemals gesehen? Alte LB. Dashe zur Markierung. Und dann. Waffe aufnehmen mit A. Dashe in Sicherheit. Come on, boys. Ich finde mich ja eigentlich schon relativ sicher, aber. Ich will eigentlich direkt auf die schießen können. Ich hab die Waffe wieder gewechselt. Oh boy. Hä? Die Waffe schon alle? Oh, die Waffe ist scheinbar schon alle. Und wenn die Waffe alle ist, dann komme ich scheinbar auf meine
Standardwaffe zurück oder wie? Oder was? Im Waffenschrank. Hacken. Oh, oh Gott, ich kenne doch die Tasten nicht. Scheiße. Was ist denn B? A, B, Y, A, X. Oh, zu langsam, glaube ich. Ah, das ist doch scheiße. Ich kenne doch die Xbox-Buttons nicht. TS-8. Schrotgewehr. Schrottgewehr. Ich würde ja lieber das Sturmgewehr benutzen. Kann ich irgendwie hier die Waffen bis in den Raum rein traden? Ja. So. Nee. Was? Und hier ist schon wieder eine Waffe. Alles klar. Schönes Frühstück, Mypo. Ui. Ja, das ist ja schon ein bisschen geil. Okay, das heißt, man braucht auch so ein paar Waffen im Raum, weil... Okay. Nein, keine Drachenzungen-Mypo. Guck mal, wenn ich zweimal so drücke, dann komme ich... Nee, jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich, weil keine Gegner mehr da sind. Okay, jetzt wird's langsam. Jetzt wird's schon langsam schwieriger. Jetzt schießen die auch mit fiesen Geschossen und so. Okay. Ist das denn immer noch Tutorial? Bitte, ich hab Kinder. Ich hab nichts gesehen. Oh boy. AT Fusion Max. Energieschrotgewehr. Oh. Diese Schrotgewehre, sind ganz geil. Weil da irgendwie, da zerspratzen die so. Nani? Oh. Okay, aber Schaden habe ich keinen genommen, obwohl das Ding explodiert ist. Warum schießt er noch? Er war doch schon längst zerbratzelt. Oh, da gibt es bestimmt auch Bossfights und so. Oh. Nein! Ich bin kurz vorm Sterben. Okay, ich habe wieder 2 HP eingesammelt. Sehr gut. Don't do it, hat die Frau gesagt. Einsammeln kann ich nichts mehr. Vielleicht muss ich noch mein Schild öfter. Ich benutze meine Energiesachen gerade noch überhaupt nicht. Wie kam ich nochmal? Hier komme ich in das Rad rein. Aber kann ich denn die anderen Sachen auch schon benutzen? Nee, die habe ich noch gar nicht, oder? Nee. Ach so, das sind aber noch andere Sachen hier. Das ist die Left-Trigger-Sachen. Kann ich zwischen den 3 wählen. Hier kann ich zwischen X-Button-Attacken wählen. Hier bei B-Geschichten. Okay. Also. Damit. Hier immer noch welche? Nee. Waffenschrank. A. X. B. X. A. A. Mann, ey, wie krass ich mich konzentrieren muss, um allein diese Xbox-Buttons richtig
zu identifizieren. Oh, die können sogar auch ausweichen. Kann es sein, dass der auch gerade so eine kleine HP-Leiste unter sich hatte? Ich dachte, ich bin schon wach, ich stream doch schon. Aber die Musik ballert auch schon schön im Hintergrund, muss ich sagen. Oh boy, das sieht doch nach einem Bossfight aus. Das Spiel gegebenenfalls etwas kompliziert von der Steuerung. Also es geht noch. Aber man muss natürlich vier Tasten, also jetzt aktuell vier Tasten benutzen. Sicherheitschef. Manchmal, was? Manchmal kann das Leben irgendwas sein. Du willst meinen Boss töten? Ich sorge dafür, dass das nicht geschieht. Nicht mehr, nicht weniger. Alles ist, wie es sein sollte. Und darauf trinke ich, wenn wir fertig sind. Schnappt ihn. In Ordnung. Stunde 0. Der Boss wartet hinter dieser Tür. Ich richte einen Timer ein. Bei 0 stirbst du. Wenn du Gegner tötest, verzögerst du das Unvermeidliche. Okay. Kämpfe so schnell du kannst, wenn du leben willst. Warum muss der das jetzt so unnötig kompliziert machen? 15 Sekunden? Will er mich verarschen? Also nochmal für Andi kurz zur Erklärung, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Kriegt den Controller hier nicht. Hängt der? Ach, der hängt da am Tisch. Also ich habe jetzt hier Left Button ist Dashen. Und wenn ich das gedrückt halte, kann ich halt theoretisch auch diese Dash-Punkte setzen. Dann Left Trigger aktuell ist dieses Energieschild. Right Trigger ist Fernkampfschießen. Und Right Button ist Nahkampf schlagen. Eieiei, so. Aber man hat ja gerade beim Rädchen schon gesehen, es wird auf jeden Fall dann noch der X-Button und der B-Button hinzukommen. Also Tastatur ist es, geht ja auf jeden Fall auch, aber Tastatursteuerung habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Aber so ein Spiel ist eh für mich. Also die meisten Sachen spiele ich ja mit Controller, wenn es jetzt nicht gerade ein Strategiespiel oder so ist. Aber ich weiß, wenn man das nicht gewöhnt ist, ist Controller irgendwie doof, aber ich kann nur empfehlen, so Stück für Stück, ich musste ja auch irgendwann das lernen. War ja auch nicht von schon immer Controller-Mensch. Aber es lohnt sich. Tastatur unspielbar, glaube ich nicht ganz. Also ich meine, jedes Spiel ist theoretisch mit Tastatur. Es gibt ja auch Pro-Player, die Rocket League mit Tastatur spielen. Das halte ich auch für unspielbar, aber ist auf jeden Fall machbar. Dann wird das Spiel ja auch machbar sein. So, dann gucken wir mal, wie das hier mit den 15 Sekunden aussieht. 5 Sekunden pro Gegner, okay. Oh, der Boss ist... Kann sein, dass ich vielleicht schon vorher sterbe, bevor... Jetzt habe ich 20 Sekunden den so killt. Ach nee, jetzt kommen wahrscheinlich immer Dudes hier dazu, damit ich wieder Zeit kriege, ne? Und warum ist denn... Ist mein Schild weg, wenn ich angreife oder was? Ja, ne? Okay, das macht... Macht vielleicht nicht per se Sinn, aber...
Ja. Ja, ich glaube, das One-Hit-Rohr bei einem Boss wird das One-Hit-Rohr wahrscheinlich nicht gelten. Aber ich glaube schon, dass Nahkampf nicht schlecht ist in dem Spiel. Aber es ist natürlich, du musst dann auch immer erst an die Gegner ran, die dann Fernkampfwaffen haben. So. Öffne die Tür. Das heißt, ich kann jetzt entweder die Boss-Tür betreten oder... Kann ich auch zurücklaufen? Nein, ich kann nicht zurücklaufen. Ich hatte doch keine andere Möglichkeit, ich konnte nur das benutzen. Sonst hätte ich auch was anderes gemacht. Mal diese Spiele mit diesen Pseudo-Auswahlmöglichkeiten. Heilige Scheiße. Bin doch nicht zu spät. Bist du okay? Ich habe durch die Switch jetzt erst gemerkt, wie gut Controller sind. Weiß aber auch nicht, aber mit Hanno, mit dir war das nicht, ne? Also ich hatte jetzt schon öfter diese Diskussion mit Leuten auf Twitch, wenn man dann immer irgendwelche Spiele hat und sich dann fragt, was ist besser, Controller oder Tastatur? Und ja, ich weiß es nicht. Ich finde halt eigentlich so bei gut wie allen Spielen Controller so viel entspannter, weil du, weiß nicht, du kannst halt sitzen, wie du möchtest dabei. Du musst nicht irgendwie immer so hängen, um an die Tastatur zu kommen und die Maus zu bedienen und so. Es gibt natürlich ganz klar Spiele, in denen die Maus besser ist, wie Shooter und Strategiespiele in der Regel. Aber wenn du die Wahl hast zwischen beiden, und ich meine, ist klar, du musstest natürlich erstmal lernen, aber du musstest auch, als du kleiner warst, musstest du auch die Tastatur erstmal lernen oder mit der Maus umzugehen lernen. Die meisten können sich da nur nicht dran erinnern. Und denken, sie konnten schon immer die Tastatur bedienen und wussten, wo jeder Knopf ist. Und genauso ist es natürlich beim Controller am Anfang. Also ist ja jetzt wie bei mir, wenn ich jetzt hier überlegen muss, auf welche Taste jetzt welcher Xbox-Button ist, weil ja hier oft die PlayStation-Sachen nicht angezeigt werden. Ich habe mir natürlich die PlayStation-Buttons eingeprägt und kann die quasi im Schlaf drücken. Bei der Xbox muss ich dann auch immer noch quasi übersetzen, mehr oder weniger. Aber das geht jetzt auch mittlerweile einigermaßen, je öfter das vorkommt. Ja, das kommt dann natürlich auch noch dazu mit Xbox und Nintendo, dass da die Buttons dann getauscht sind und so. Aber jetzt so generell, wenn man natürlich, man muss ja jetzt auch nicht drei unterschiedliche Controller benutzen. Aber wenn man... Ich würde halt mit irgendeinem Spiel anfangen, wo es jetzt vielleicht nicht so super wichtig ist, dass die Steuerung sofort super funktioniert, sondern man noch ein bisschen Zeit hat oder so. Also jetzt nicht gleich das krasseste Spiel auswählen, aber ich finde schon, dass sich das lohnt, beides zu haben. Und ich finde halt bei den meisten Spielen entspannter mit dem Controller zu spielen und auch manchmal immersiver als eine Tastatur. Also auch gerade Rennspiele und sowas mit den Triggern finde ich viel besser, als anstatt bei einer Tastatur einen Knopf zu drücken und dann hast du halt entweder 0 Gas oder 100% Gas geben. Oder auch so ein Spiel wie Dark Souls finde ich, das spielt sich einfach so geil mit dem. Ich finde halt, dieses Controller-Gefühl gibt mir auch ein bisschen mehr das Gefühl, dieses Schild und das Schwert zum Beispiel zu halten als eine Tastatur. Also ich glaube, du kannst, theoretisch kannst du auch deinen, wenn du so einen Switch Pro Controller hast, kannst du den, glaube ich, auch am PC benutzen. Der wird wahrscheinlich nicht überall so hundertprozentig funktionieren, aber zumindest bei Steam mit dieser Steam Controller Dingsel Software, mit der ich jetzt ja auch meinen PlayStation Controller, also am besten ist natürlich der Xbox-Controller unterstützt, weil es ist halt von Microsoft und ja, das klappt natürlich, das haben die meisten integriert. PlayStation geht mittlerweile, die meisten Spieler unterstützen ihn eigentlich sofort, ohne dass du irgendwas einstellen musst und du hast auch in den meisten Spielen mittlerweile dann auch die PlayStation-Buttons mit drin, also die angezeigt werden, jetzt im Vergleich zu dem Spiel zum Beispiel, wo es nicht der Fall ist.
Bluetooth, wenn es gut klappt, ist okay, aber ansonsten würde ich eh Kabel empfehlen am PC. Ich hatte auch mal einen Bluetooth-Adapter mit PlayStation Controller, aber das hatte dann irgendwie auch immer so leichte Aussetzer zwischendrin. Und dann habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das muss schon ordentlich funktionieren. Ja, das, was Möbos sagt beim Switch-Controller, ist auf jeden Fall schade, dass die Schultertasten, die sehen zwar so aus, als hätten die, wie nennt sich das dann? Sind das dann analoge Trigger? Ja, ne? Aber der Switch-Controller hat leider auch nur so digitale 1 und 0 Schultertasten, was schade ist. Ja, also ich würde es jetzt weniger unbedingt von den Buttons und so abhängig machen. Ich würde es halt davon abhängig machen, welcher Controller dir am besten in der Hand liegt. Also die unterscheiden sich ja alle ein bisschen. Der PlayStation Controller ist ja was kleiner und schmaler. Der Xbox Controller ist recht groß. Gerade wenn du größere Hände hast, ist der Xbox Controller wahrscheinlich zu empfehlen. Dann ist halt die Frage, ob versetzte Sticks oder gespiegelte Sticks im Prinzip. Und bei vielen ist es natürlich eine Frage, mit was sie aufgewachsen oder womit sie angefangen haben. Ich hatte halt bisher immer nur eine PlayStation. Wobei ich sagen muss, meine ersten Controller waren wahrscheinlich Xbox, weil ich hatte immer bei einem Kumpel an einer Xbox gespielt, als ich selber nur einen PC hatte. Das heißt, eigentlich habe ich angefangen mit einem Xbox-Controller zu spielen. Aber meine erste eigene Konsole war eine PlayStation und deswegen hatte ich natürlich immer einen PlayStation-Controller. Aber ich mag es lieber, dass die Sticks nicht versetzt sind. So, aber jetzt machen wir hier, glaube ich, mal weiter. Ja, also ist das letzten Endes auch egal. Also ich finde nicht, dass jetzt irgendwie, dass die sich so krass unterscheiden, die Controller, dass du jetzt wirklich sagst, der eine ist sowas viel besser. Also wenn du mit einem PlayStation-Controller spielst, bist du irgendwie schlechter dran als mit einem Xbox-Controller. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Also andersrum auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein PlayStation-Controller einem Xbox-Controller irgendwie in irgendeiner Form überlegen ist. Das ist sehr viel persönliche Präferenz, meiner Meinung nach. Ich habe versucht, an dich ranzukommen. Jemand hat dein Hirn gehackt. Die benutzen dich. Sie haben dich geschickt, um den Boss von Heaven umzulegen. Und das ist nicht alles. Wir haben deinen Bruder entführt, damit du mitspielst. Das bedeutet, sie bringen ihn um, wenn wir nicht schneller sind. Wechselbare Sticks, D-Pad und zusätzliche Trigger und alles gummiert, nichts rutscht. Ja, das ist bei PlayStation mittlerweile auch so, dass das alles gummiert ist. Es gibt ja auch so einen neuen von Thrustmaster, glaube ich. Ich glaube, der soll auch nicht schlecht sein, aber der kostet auch richtig viel. Ich glaube, der kostet fast 200 Euro oder so. Von Thrustmaster gibt es auch so einen Controller, den du dir irgendwie zusammenstellen kannst. Der hat dann auch so einzelne Bauteile quasi. Du musst hier raus, schnell. Gehe nach Rancoq South, ich finde dich da. Level abgeschlossen, 20 Minuten. Zählt da jetzt die Dingsbums-Teil mit dazu? 108 getötet, 450 Karma, ein Tod, Rang A. Ich finde halt den Style und die Mucke so geil im Spiel. Mir der etwa einen Arm? Achso, das war der Arm, mit dem ich den Knopf da angefasst habe. Okay. Kann ich mir bitte eine andere Hose kaufen? Warum trägt er denn keine schwarze Hose? Warum ist denn nicht alles schwarz?
Was haben wir denn hier? Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk? Du siehst ja übel aus, Junge. Brauchst ein paar Ersatzteile. Ist das ein Mensch oder ein Wookie? Rengkok South, wo wir uns nach der Scheißnummer in Heaven versteckt haben. Nicht der Hammer, aber hier gibt es gute Leute, jedenfalls gut für uns. Ein Ewok, stimmt, kein Wookie. Ich meine, das Beste wäre wahrscheinlich, wenn du dann auch bekannte Kollegen in der näheren Umgebung hast, die vielleicht auch die ganzen Controller haben, damit du die mal testen kannst. Dass du mal einen Xbox-Controller, einen PlayStation-Controller und einen Switch-Controller irgendwie in die Hand nimmst, aber oder dann in einem Elektronik-Fachgeschäft, in dem du die mal in die Hand nehmen kannst, alle, um da vielleicht irgendeine Präferenz festzustellen. Ich meine, es gibt ja dann theoretisch auch noch mittlerweile den Stadia-Controller, den Steam-Controller, aber den gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne? Und dann gibt es natürlich auch super viele günstige Alternativen, jetzt irgendwie von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Speedlink oder weiß ich nicht was. Das geht natürlich auch noch, die dann ein Xbox oder PlayStation Design haben, sozusagen. Aber Controller ist schon geil. Das ist einfach cool, dass die ganzen Knöpfe so nah beieinander sind. Das fühlt sich auch einfach gut an. Du lebst also noch. Hätte ich dich nicht selbst zurückgeholt, ich würde es nicht glauben. Erinnerst du dich an irgendwas, wie du hergekommen bist? Ja, aus dem Video gerade eben. Was auch geschehen ist, das hat dich kaputt gemacht. Ich hab dich aus der Gosse gefischt, mit nur einem Arm voller Blut und Drähte. Deine Maske war völlig abgeschmiert. Normalerweise hätte ich Ersatzteile geerntet. Ich habe dir nur geholfen, weil sie mich darum gebeten hat. Naja, eine Bitte war es nicht wirklich. Ich habe deine Gesichtsplatte mit Spucke und Kaugummi zusammengepflegt. Und ich habe einen neuen Arm installiert. War ganz schön viel Arbeit. Deine Hardware ist echt museumsreif. Habe dir auch einen neuen Bürgerchip organisiert. Oh, das ist was für den Möbel hier. Für deinen Neustart. Du kannst dir also das Karma dafür verdienen und ganz legal Kunde sein. Oder so. Ich zeige es dir. Das sind Skillpunkte. Nutze sie, um Fähigkeiten und Upgrades zu erhalten. Okay, wir haben 4 Skillpunkte. Nice. Irgendwas drücken? Okay, ich kann da was drücken. Oh, das ist aber ein relativ umfangreicher Skillbaum. Neue Fähigkeiten werden freigeschaltet, wenn du mehr Karma sammelst. Schalte sie mit Skillpunkten frei. Was? Achso, okay. Fähigkeiten mit Skillpunkten freischalten. Wechsle die aktiven Fähigkeiten mit dem Menürad. Nein, zu weit gesprungen. Hier erfährst du etwas über Fähigkeiten und Upgrades. Ja. Da sieht man also dann, was die machen, wie viel die kosten. Ne, Start. Achso, Energiekosten, Start und Betriebskosten, okay. Hm. Man kann auch mit dem Energieschild in Leute rein dashen, um die zu killen, okay. Das ist zum Beispiel schon mal gut zu wissen. Guten Morgen, Patty. Und danke für dein Wasser. Wie geht's dir, Patty? Janushi hat viel von dir erzählt. Also, naja, das klingt jetzt übertrieben. Als er hier war, haben wir nämlich auch mal Just Dance gespielt. Hat er erzählt, wie gut du Just Dance gespielt hast. Und vielen Dank für deinen Resub. 9 Monate schon. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht's gut. Geht's dir auch gut? Da musste ich auch Rasputin tanzen. So, hier siehst du das Ganze in Aktion, sogar im Vollbildmodus. Achso, das ist das Videotutorial, zeigt er mir gerade. Ja. Jede Fähigkeit kann durch Upgrades verbessert werden. Bisschen Stress wegen Schule, weil jetzt gerade irgendwelche Prüfungen sind, oder? Muss man hier irgendwie, ich habe das Gefühl, mein Headset drückt mir aufs Basecap und das Basecap drückt mir so auf den Kopf, dass mir gerade irgendwie hier die Blutzufuhr abschneidet oder so.
Krabbe hat ja Ohren. Ja. Wir bekommen gerade nur Arbeiten reingedrückt, okay. Der Kauf von Upgrades erfordert ebenfalls Skillpunkte. Okay, also wir müssen Fähigkeiten freischalten und Verbesserungen mit Skillpunkten. Hat Dance Spaß gemacht? Ja, hat schon Spaß gemacht, fand schon. Weiß noch nicht. Ich hätte es eigentlich, also Anki hatte auch Spaß dran. Hatte schon überlegt, weil es jetzt auch im Angebot war oder noch ist, irgendwie das Neueste für 35 Euro oder so statt 60 oder 70. Aber das Einzige, was mich noch ein bisschen abturnt, sind diese monatlichen, also beziehungsweise, ja gut, monatlichen Kosten, beziehungsweise jährlichen Kosten oder je nachdem, wie man dann spielt. So, denk dran, du kannst Fähigkeiten und Upgrades deaktivieren. Setze die so erhaltenen Skillpunkte ein, um andere zu aktivieren. Oh, das finde ich ganz nice immer, wenn man die wieder quasi reinvestieren kann. Gab es ja nicht eins vom Vorjahr oder so zum halben Preis? Also das, ich weiß jetzt nicht, das wäre dann wahrscheinlich schon ein Viertelpreis, aber das aktuellste war jetzt quasi um 50%, glaube ich, reduziert oder so. Was halt auch okay ist, aber das Problem ist so ein bisschen, da sind ja dann glaube ich so 40 Songs drauf. Und Anki und ich sind jetzt halt auch gerade aktuell nicht mehr so aktiv, was Musik angeht. Oder auch nicht gerade so bei Popsongs nicht so im Thema. Von daher wäre dieses Online-Ding schon ganz gut, weil man dann jetzt Zugriff auf alle Songs hat, von allen Versionen. Aber die Frage ist dann halt auch, wie oft spielt man das? Wir sind dann auch echt am Überlegen, ob man dann wirklich, weil es gibt so verschiedene, wenn du für den einen Tag irgendwie dann die Songs, auf die Songs Zugriff haben willst, bezahlst irgendwie 3 Euro, glaube ich, oder, ja, ich glaube schon 3 Euro waren das. Wenn du ein ganzes Jahr Zugriff haben willst, bezahlst du 24 Euro im Jahr. Aber ist halt die Frage, ob sich das dann, wie oft im Jahr spielt man das, wie oft spielen wir das jetzt? Lohnt sich das dann doch eher vielleicht mal für einen kurzen Zeitraum oder dann wirklich für einen Tag, wenn irgendwie Besuch da ist, das dann zu kaufen und zu spielen? Oder muss man wirklich ein ganzes Jahr sich das holen? Naja, das weiß ich noch nicht so ganz. Du kannst deine Skills von überall aus verwalten. Rufe einfach mit dem Menübutton die Anzeige auf. Du hast einige Skillpunkte, setze sie klug ein. So. Jo. Das heißt aber, die sind jetzt noch nicht freigeschaltet. Wie kriege ich die? Kriege ich die irgendwie? Die Sachen haben wir ja jetzt eigentlich schon, oder? Oder muss ich das jetzt trotzdem skillen? Oh. Oh, guten Morgen, Piggy. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Lernen wir uns auch mal von der Seite kennen. Okay, das heißt, ich muss also auch die Fähigkeiten erlernen. Das Schild habe ich jetzt noch nicht so häufig benutzt, aber das ist schon nicht schlecht für Schussgeschichten. Was haben wir denn hier? Den Dash. Was? Ich muss sogar den Dash leveln? Das ist ja gemein. Der kostet 2 Skillpunkte, der Dash. Uiuiui. Starker Angriff. Ein starker Nahkampfangriff, fokussierter Schlag für Einhandwaffen. Das ist auch ziemlich krass. Vielleicht werden wir auch einfach so ein Melee-Typ. Aber kostet 20 Energie. Okay. Die Seite von mir ist bestimmt nicht meine Schokoladenseite. Was? Na gut, eigentlich ist er nur andersrum. Ich meine, ich kenne dich aus dem Chat. Jetzt kenne ich dich immer noch aus dem Chat. Aber du weißt jetzt, wie ich aussehe. Wie ich klinge. Nimm während der Dash 60% weniger Schaden. Ich finde eigentlich diesen Nahkampfangriff schon ziemlich nice, aber dann ist die Frage, will ich lieber Waffen auf Waffen gehen? Ich gehe wahrscheinlich eher auf Waffen, ne? Ich skill jetzt einfach mal die beiden Dinger, dann sind ja eh schon alle unsere Punkte ausgegeben, leider. So. Soll ich hier noch irgendwas machen? Fähigkeiten? Übersicht. Ja, da sieht man die Waffen. Was ich so gemacht habe. Karma. Missionen. Oh, gibt sogar richtige Missionen. Und Datenbank.
Die Keksseite. Du bist in Rancock South. Im Bodensatz vom Bodensatz. Auf Ärger brauchst du hier nicht zu warten. Aber vielleicht suchst du ja welchen. So, da ist der Mechanics. Er hat auch sein Schildchen in seinem Laden. Einmal trinken, neue Zuschauer, eine Stunde rum, Zeit für eine Pause. Nee, hier gibt's keine Pausen. So, na also. Wir müssen uns beeilen, wenn wir deinen Bruder retten wollen. Ich bin durchgegangen, was nach dem Hack noch in deinem Kopf war, und habe etwas gefunden. Ein Mitarbeiter von Heaven. Wizard. Dein Signal war in Rancock South und seine Spur endet hier. Es gibt einen Ex-Cop, Rustam. Matsur. Nee, okay. Rustam heißt doch der Schachkollege von... Dingens, wie heißt er noch? Jetzt komme ich auf seinen Namen. Jetzt komme ich auf den anderen Namen nicht. Jan Gustafsson. Der ein Hocker in der Vostok Bar bewohnt. Für einen Säufer hat er reichlich Beziehungen. Wenn Wizard in der Stadt ist, dann weiß Rustam wo. Rede mit ihm. Ja, bei so komischen Namen muss ich, aber da habe ich irgendwie mir das Verlangen, so Sachen rückwärts nochmal zu lesen. Aber gut, Rustam ist natürlich ein ganz normaler Name. Aber ich finde diese Bezeichnung hier ganz gut. Er bewohnt einen Hocker in der Bar. Auch ein guter Umschreibung, um einen Säufer zu kommentieren. Wenn du dich mal verirrst oder verwirrt bist, dann hilft dir der Left Stick GLHF. Der Undertaker? Wow. Will ich noch mehr wissen? So schlimm, was? Kein Wunder. Es ist keine 2 Stunden her, dass die deinen Hirn gehackt und dich losgeschickt haben, um den Boss von Heaven umzulegen. Nehme an, das war dieser Wizard. Du warst eine echte Ruine. Ich musste deinen Arm überladen, um den Hack durchbrechen zu können. Ich würde mich ja entschuldigen, aber es ist besser, als tot zu sein. Es wird allerdings noch schlimmer. Wizard und seine Crew haben deinen Bruder entführt. So haben sie dich wahrscheinlich überredet, den Boss erledigen zu wollen. Kennt ihr meinen Kumpel an die Bar? Nur an die Theke. Guten Morgen, Schatzi. Ich kann dir helfen, ihn zu finden. Dafür sind Freunde ja schließlich da, was? Entweder hat Wizard deinen Bruder, oder er sagt uns, wer ihn hat. Frag Rustam, diesen Ex-Cop in der Vostok-Bar, ob er weiß, wo Wizard ist. So, dann mal los. Wie spät ist es eigentlich schon? Ich habe das Gefühl, okay, es ist eine Stunde knapp rum. Wir haben jetzt fast eine Stunde gespielt. Fühlt sich aber an wie 15 Minuten. Weil wir jetzt so viel geschnackt haben zwischendurch. Genau, Rustam. So, reden mit Mechanics. Okay, das hier ist hier wahrscheinlich die Bar, ne? Da steht zumindest Bar dran. Rede mit Kunden. Was ist das für ein geiler Türsteher da? Mustard, so wie Senf. Gibt's hier noch? I Ging Orakel. Kloppen die sich oder üben die? Ne, die üben. Okay, also man kann hier... Hier wird nicht nur geballert, hier gibt es sogar auch ein bisschen Story und eine Stadt zum Erkunden. Aber wir gehen jetzt mal einfach direkt in die Bar rein. Die anderen Sachen lernen wir bestimmt im Laufe kennen. Anbieter trauriges Sushi. Muss ich jetzt mit Grumpy reden? Ah, hier ist Rustam. Ach, hier ist er ja schon. Der sitzt draußen. Habt ihr schon von der UFO-Sichtung gelesen? Was ist da los? Ist das jetzt Cyberpunk und funktional? Ich glaube schon so ein bisschen, ja. Wobei die Charaktere hier auch sich gerade hier durchwursteln. Trägst du diese Maske, um ein hässliches Gesicht oder etwas noch Schlimmeres zu verbergen?
Soll mich das etwa beeindrucken? Ich weiß, was du willst. Oder wen, um genauer zu sein. Wizard. Nennt sich selbst einen Technikspezialisten. Ich schätze, du nennst ihn dein nächstes Opfer. Wie heißt das Spiel eigentlich? Ich bin immer zu unaufmerksam. Das sieht schon sehr interessant aus. Das Spiel heißt Ruiner. Aber in der Regel, wenn der Streamer nicht verkaken hat, dann siehst du das eigentlich immer unterm Stream. Da ist ja die Kategorie eingestellt. Aber du darfst natürlich auch gerne fragen. Ist schon ein bisschen älter. Ist von... Wie heißen die jetzt nochmal? Jetzt habe ich den Dings vergessen. Den Game Command habe ich nicht. Das war nur für das komische Dings-Spiel. Von... Developer. Ich hab's vergessen. Er wurde mit einer örtlichen Gang gesehen, den Creeps. Sie lassen Leute verschwinden. Letztes hörte ich, sie haben ihn in einer Tiefgarage versteckt. Wenn du dir etwas Karma verdienen möchtest, findest du da sicher noch ein paar ganz andere Typen. Und auf jeden von ihnen ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Kopfgeld? Willst du dich für mich um die Flüchtigen in der Tiefgarage kümmern? Ja. In Ordnung. Ich kassiere das Karma-Kopfgeld bei meinen Kumpels von der Truppe und teile mit dir. Ich kann es direkt von hier aus übertragen. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich nicht. Okay, viel Vergnügen. Es bleibt zwischen uns, ja? Schwätzer mag niemand. Tiefgarage erreichen. Habe ich hier dann auch irgendwie eine Map oder so? Okay. Gesammelte Kopfgelder. Ist hier vielleicht die Tiefgarage? Nein. Ich habe irgendwie Angst, hier in irgendwas reinzulaufen, wo ich nicht hin will. Reden mit einem Typ. Das große roten, große leuchtende Tor gerade. Oh, guck mal, hier gibt es sogar noch Mercedes scheinbar. Creep-Künstler, no entry. Achso, hier geht es aber auch in eine andere Stadt scheinbar. Okay, steht Mercedes vielleicht doch gar nicht für ein Auto, sondern... Ist vielleicht ein Frauenname? Infocom. Vielleicht können wir mal ein Infocom benutzen. Ach, guck mal einer an. Ah, Tiefgarage. Guck mal, wir sind schon auf dem richtigen Weg. 3,99 € erstmal holen und wahrscheinlich nicht spielen, weil man keine Zeit findet. Ja, ich habe ja auch noch so ein paar Spiele. Ich müsste eigentlich auch noch dieses Curse of the Dead Gods weiterspielen. Das hat mir ja eigentlich auch Bock gemacht, aber irgendwie... Ich habe es on Stream einmal gespielt und dann einmal nochmal off Stream. Ja, ich weiß auch nicht. Mercedes war die Tochter von Herrn Benz, der das Auto erfunden hat. Steht in Animal Crossing. So, Parking, Tür hacken. Das heißt, ich kann jetzt hier wahrscheinlich Tür hacken oder mit irgendwelchen Typen reden, um da reinzukommen. Reden mit Creep, reden mit Hood. Okay. A, X, A, Y. Einfach gehackt. Creeps Nest. Mann, warum ist denn immer der Mauszeiger da? Ich spiele doch mit Controller, ich will keinen Mauszeiger. Mel hat bis gestern auch behauptet, ich wäre nett. Das glaube ich nicht. Das hat sie wahrscheinlich nur gesagt, um dir einen Gefallen zu tun. Nest der Creeps. Wir jagen Wizard, den Idioten, der dein Hirn gehackt hat. Sicher scheißt er sich gerade in die Hose und hofft, dass die Creeps ihn beschützen. Wir sind im Gebiet der Creeps, sei besser vorsichtig. Unterschätze die Creeps nicht, sie sind scheiße, aber tödliche Scheiße. Das Auto ist doch VW. Ach Mensch. Die Creeps sind eine Gang, alles Drittkinder, Gejagte, die unterirdisch hausen. Ihr Anführer ist der Psycho Nerf.
Mit Terror und verdrehter Väterlichkeit hält er sie beisammen. Okay. Drittkinder. Das ist irgendwie bestimmtes, dürfen die, haben die so eine Zwei-Kinder-Regel oder so? Und alle Kinder, die du dann mehr hast, die müssen dann irgendwie abgegeben werden oder was? Unterirdisch hausen. Wizard ist in der Nähe. Er ist die neueste Essensmarke der Creeps, okay. Also werden sie ihn nicht ohne Kampf gehen lassen. Diese Jungs schlitzen dich mal so ebenso auf, sei also vorsichtig. Geh und schnapp ihn dir, Hundchen. War das gerade ein Hunde-Emote? Ziel, Wizard. Das ist doch der Typ, der mir die ganze Zeit gesagt hat, was ich machen soll. Flugscheißerhausen. Ja, ich frage mich gerade ein bisschen, was hier im Chat los ist, aber ist okay. Macht ihr nur. Geil. Wie sieht das denn aus? Oh boy. Nur gucken. Nicht anfassen. Spiel du mal, wir regeln das. Okay. Perfekt. Arbeitsteilung. Die sehen so geil aus, diese Dinger. Beeil dich, Mann. Verschwinden wir. Reicht das? Wenn ich den Ping mache, weiß nicht, er zeigt mir die Richtung an und zeigt mir mein Menü da links an. Ansonsten eine Richtung jetzt eher nicht, glaube ich. Ich habe schon wieder alle Tasten vergessen, es ist so lang her. Untersuchen, Falle. Ein interessantes Stück Technik, was? Der Pfeil auf dem Boden, das ist die Richtung, in die ich gucke, falls ihr das meint. Creeps machen aus all meine Falle. Mülltonnen, rostige Rohre, Fotokopierer, tote Ratten und Böller. Irgendwie niedlich. Okay. Sieht auch aus wie eine Falle. Okay, die roten Dinger sind Karma. Karma-Punkte. Ja, also der Pfeil hier, das ist die Richtung, in die ich gucke. Damit ich quasi sehe, wo vorne ist, theoretisch. Untersuchen Leiche. Diese Creeps sind ernsthaft verkorkst. Sie waren dafür bekannt, Cops herzuschleppen und sie zu Tode zu foltern, nur so zum Spaß. Finde Münzen in der Tiefgarage. Kann ich das nochmal sehen? Ah. Nest der Creeps. Okay, das heißt, wenn wir hier irgendwie das Level erkunden. Du hast gerade Karma erhalten. Sammle es zum Hochleveln. Wir haben noch die ganze Zeit schon Karma gesammelt. Na gut, man hätte, wenn man die Kiste nicht bekommen hätte, ne? Wahrscheinlich. Aber ich finde das irgendwie, das ist so simpel, ne? Aber ich finde schon allein hier, wie diese Sachen da an den Wänden stehen und so. Das finde ich alles schon so nice. Ich liebe diesen Stil einfach. Ich freue mich einfach schon allein, dass in der Tiefgarage hier so Zahlen an der Wand stehen. Das freut mich schon. Guten Morgen, aber. Das hier finde ich nicht so schön, das Gekritzel. Aber irgendwie... Irgendwie ist das nice. Sieht einfach schön aus. Das ist genau mein... Ach, das war eine Falle. Das ist wieder wie bei, Ava hat sich eine Postkarte ergattert. Ja, moin. Dann notiere ich das doch direkt mal. Obwohl, jetzt notiere ich doch lieber später. Ich mag die Schriftart auch. Ich glaube, die kenne ich aber sogar. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber das D hier, das ist dann schon irgendwie sehr... Und irgendwas wollte ich doch gerade, wollte ich nicht irgendwas sagen? Achso, das war wie in Bloodborne. Wo ich auch irgendwie auf einer Falle stand und dann irgendwie woanders hin wieder weggelaufen bin, anstatt weiterzulaufen, wo die anderen Leute dann in die Falle gelaufen wären. Und ich einfach wieder durch meinen Quatschsinn
dass ich irgendwie mit mal vom Weg abkomme. So, hier werde ich einfach... Ja, auch wie geilen Karren, ey. Es ist schon irgendwie ein isometrisches Cyberpunk, muss man schon sagen. Also ich meine, das Spiel kam ja vor Cyberpunk raus, aber... Es erinnert mich auch so ein bisschen an, an Dead... War das Dead Nation? Ja, ich glaube Dead Nation war das. Warum look, das ist ja auch so aus der Perspektive. Auch ein gutes Spiel übrigens. Mann, du hast dich so verlaufen. Das hier ist das Gebiet der Creeps. Weißt du, was wir mit Träumern wie dir machen? Wir reißen dir die Maske vom Gesicht und häuten dich bei lebendigem Leib. Kommt, Jungs. Psychotisch und unnachgiebig, schlecht bewaffnet, greifen in Gruppen an. Bam. 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 Sonst noch was? Ich hab keine Munition mehr. Was? Drücke L, um einen Runa-Kill auszuführen? Was? Ich hab wieder die Dash-Taste vergessen. Okay, die halten auf jeden Fall schon mehr aus und ich bin schon fast tot. Was ist denn? Drücke L und beim markierten Gegen? Ah, okay. Oh boy. Also für diejenigen, die noch später hinzugekommen wären, das Spiel ist ziemlich brutal und auch fotosensitive Inhalte, Geflacker und so. Falls das nichts für euch ist, seid vorsichtig. Krieg ich dafür denn irgendwas? Okay, dafür kriege ich... Ich krieg dafür Karma. Okay. Weird. So leid. Ja, dann muss ich das wohl machen. Wenn ich dafür... Oh, scheiße. Wenn ich dafür Bonussachen krieg, dann... Dann mache ich das definitiv. Bereich erledigt, okay. Ich habe sogar ein A+ bekommen. Aber warum wurde das jetzt so schnell weggemacht? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Der Soundtrack ist aber auch so geil. Also ich glaube, das werde ich auf jeden Fall weiterspielen, das Spiel. So ein Brutal-Kill Karma zu halten, ist schon etwas ironisch. Ja, stimmt. Aber gut, vielleicht... Ja, wahrscheinlich nicht, aber... Die Personen sind ja bestimmt noch viel schlimmer als ich. So, YXXX. Hello Darkness. Also das mache ich jetzt nicht, weil ich irgendwie Splatter-Effekte geil finde. Das mache ich nur, weil ich dadurch irgendwie Bonus-Sachen kriege. Und ich gierig bin. Okay, aber die sind auf jeden Fall kein One-Shot mehr, die Dudes. Shit. War komisch, warum geht das denn automatisch immer weg, dieser Screen? Ich habe irgendwie gar keine Zeit, mir das durchzulesen. Dann ist ja schon wieder weg. Wie geil die Musik ist. Gibt es einen Soundcheck auf Spotify? Oh fuck, da kommt Gegner. Wir haben ja aber gerade noch eine Waffe, eigentlich brauche ich die gerade noch nicht. Kommt der denn her? Moin.
Ich linke den Soundtrack im Discord. Danke. Geil. S plus. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Naja, okay. Was hat er gesagt? Haltet ihn auf. Sieht wie Wizard aus. Sein Sinn für Mode ist so miserabel wie sein Code. Das unterste Stockwerk ist eine Sackgasse. Da treibst du ihn in die Enge. Fass, Junge. Oh, Level up. Komm mal, Level 2. Jetzt würde mich echt nochmal interessieren, was für ein Rating das Spiel hat bei Open Critic oder so. Weil es wundert mich. Also ich meine, ich habe schon ein bisschen von dem Spiel gehört hier und da. Aber ich habe jetzt nicht so wirklich mitbekommen, dass irgendwie viele gesagt hätten, das wäre irgendwie super... Oh shit. Als wäre das irgendwie jetzt super, super gut. Ach du, nee. Also es wundert mich, dass ich nicht noch mehr darüber gehört habe. Kiste. Die hätte ich fast übersehen. Weil der Stil ist doch echt super. Soundtrack ist super bis jetzt. Gameplay ist auf jeden Fall gut. Unter dem Radar. Oh, wie verwirrend das für mich ist, dass da einfach halt auch ein X-Button ist, aber ich nicht den X-Knopf drücken darf. Oh boy, Alter. Ach scheiße, ich bin in eine Falle gelaufen. Nein. Fühlst du dich schwach? Mach ein paar Liegestütze. Naja, okay, das hätte man sehen können. Aber gut, das haben die auch extra da auf diese Kante von dem Dingel gelegt. Okay, das hat fett Energie gekostet. Hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie durchdashen können oder so. Oh boy. Noch Karma rum. Also. Den platt machen. Nein. Ich Idiot. Wollte ihn eigentlich... shit. Ich glaube, ich drücke eh drauf. Okay, wir müssen ein paar Leute finishen, damit ich... shit. Nein, den hätte ich, den hätte ich auch platt machen können. Persönlich würde mir sogar auch den Soundtrack, glaube ich, noch was lauter machen, wenn ich jetzt nicht on Stream spielen würde, damit der richtig reinpfeffert. Oh, Welpe. Jetzt hast du so ein Chaos angerichtet, dass ein Waffenschredder aktiviert wurde, um aufzuräumen. Vielleicht kriegst du von ihm etwas Karma. Oder ein Leckerli. Okay. So, der macht jetzt quasi die ganzen Waffen, die hier liegen, macht er jetzt kaputt. Und dafür kriege ich Gedöns. Cool. Und eine epische Waffe. Geil. Kann ich die nochmal benutzen? Dann macht er wahrscheinlich nochmal einfach das gleiche, ne? So, ich habe irgendwelche neuen Sachen bekommen. Ach krass, es gibt auch. Es gibt auch so Waffenraritäten. Cool. Das Spiel wird ja immer besser. Aber es hat natürlich hier so ein bisschen den Breath of the Wild Effekt, dass die Waffen hier natürlich nicht permanent sind. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Waffe.
jetzt wahrscheinlich für einen Moment ganz gut ist, aber wenn die halt leer ist sozusagen, dann ist die auch wieder weg. Also man sollte sich nicht zu sehr... Wie komme ich denn nochmal in das Menü rein? Da kam ich nicht über den linken Stick ins Menü? Ach, hier kam ich ins Menü, okay. Schon wieder 4 Fähigkeitspunkte. Ich habe hier auf jeden Fall neue Sachen irgendwie bekommen. Schockwerfer. Betäube Gegner innerhalb einer Fläche aus der Ferne. Werfen. Zum Werfen X drücken. Und wir haben noch bekommen Reflexbooster. Bremse die Zeit für schnelle Reflexe und Wahrnehmung an- und ausschalten. Ein Dingsmodus. Den kann ich echt gut gebrauchen. Weitere Dash-Ladung gibt es hier noch. Was gibt es hier noch an Boni? Schild wehrt nur Projektil- und Wurfgeschosse ab. Ist auch nicht schlecht, das Schild. Aber das Schild benutze ich gerade noch nicht so häufig. Ich glaube, wir machen mal hier den Reflexbooster an. Ah, ich habe genug Skillpunkte. Ach, hatte ich nur 2. Dammit. Übersicht. So, jetzt haben wir da die Waffe. Fusion Max. Baden. Gehackte Cats, 0. Was ist das denn? Wahrscheinlich auch irgendwelche Secrets oder so. Mission, Kopfjagd. Status tot. Cool. Ah, hier sind die Cats. Mhm. Na gut. So, A, A, Y, Y. Kiste öffnen, Karma holen. Ich will mehr von diesen Münzen haben. Wo sind die Münzen? Ja, mit hier komme ich ja nicht durch. Wo ist jetzt eigentlich der richtige Weg? Wieder irgendwie eine Falle oder so? Das sieht so fallenmäßig aus. Was ist das denn? Oh, da ist eine Münze. Da ist auch eine Knarre. Da darf ich irgendwie nicht durch. Da komme ich nicht durch. Gut, keine Ahnung, was das alles bedeutet. Was sagt die Uhr? Halbe Stunde noch, okay. Was habt ihr denn noch so am Wochenende vor? Oh. Was passiert? Okay. Alter, ein Katana. Wie geil ist das denn? Achso, ich kann jetzt Zeitlupe machen. Nein, meine epische Waffe ist weg. Nein. Ja, Hilfe, ich bin in der Sackgasse. Oh shit, ich bin tot. Fotospaziergang mit einer Freundin durch Fädel. Danach tätowiere ich noch Leute. Achso. Jetzt jederzeit zwischen Nahkampfwaffe und Schusswaffe umschalten. Okay, das weiß ich. Jetzt ist die Frage, wo war ich denn jetzt gerade? Hier oben, ne? Das scheint ja offen zu sein. Ich kann nur sicher gehen, dass hier auf jeden Fall auch alles irgendwie gespeichert wurde. Ja, okay. Guten Morgen, Lee. Hallo. Na, gut geschlafen. Warnhinweis für brutalen Content. Und Epilepsiewarnung. Nein, meine Waffe ist noch. Noch Schuss. Scheiße, scheiße, scheiße.
bisschen geil, ey. Ja, ich habe nur noch einen Schuss. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn, die mitzunehmen, ne? Oh, da ist wieder ein neuer Schredder. Wenn ich jetzt... Dann legen wir doch die weg. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie geilere Sachen vom Schredder. Das bedeutet aber wahrscheinlich auch, wenn ich dann mehr mit Nahkampfwaffen... Oh nein, jetzt... Scheiße, jetzt ist das Schwert kaputt gegangen. Ah, das hätte ich doch gerne mal getestet. Wenn ich mehr mit Nahkampf mache, dann können ja theoretisch auch mehr Waffen geschreddert werden, oder? Kann man denn die Waffen auch komplett fallen lassen? Dass man quasi seine Waffe auch zusätzlich noch mitopfert? So. Okay. Das ist wieder diese Riesenknarre. Aber wir bleiben jetzt natürlich erstmal bei unserer... Energie ist auch voll. Leben ist voll. Das Leben ist voll. Voller Überraschung. Achso, durchs Viertel. Durchs Viertel. No woman, no cry. Oh. Okay. Wie fand ich den Flachwitz? Sehr gut, Lee. Ich war sehr stolz auf dich. Ich wollte eigentlich auch, ich war mir aber nicht sicher. Eigentlich wollte ich drunter kommentieren, sie werden so schnell groß, aber dann dachte ich mir, komm. Spaß die einfach. So, das sieht irgendwie bossmäßig aus. Sind wir denn jetzt hier schon beim Wizard? Oh shit. Das ist so eine Waffe. Okay. Oh, nice. Oh, ich habe nur noch ein Leben. Jetzt habe ich hier wieder das Problem, dass ich aus Versehen die Slow-Mo anschalte, weil ich hier auf den rechten Stick komme. Wo bist du denn? Oh, cool. Oh boy. Jurek, sitz Hündchen. Gleich spielst du tot. Ja, wo ist er? Willkommenes Geschenk. Jetzt sollte ich mich mehr aufs Schießen konzentrieren, als auf die Umgebung. Geht alles so schnell. Das ist ja super Slow-Mo. Ich gucke in die falsche Richtung. Boah, der hält echt lange, die Slow-Mo. Das ist schon ziemlich krass. Das ist dann wahrscheinlich... Ach, das war die Kopfjagd, okay. Ist dann wahrscheinlich bei manchen Bossen werden wahrscheinlich immer so Typen noch spawnen, damit man da sich ein bisschen wieder hochheilen kann und Zeit kriegt. Und bei so einem Single-Boss wie ihm gerade eben, dann wird wahrscheinlich immer dieser Roboter kommen und ab und zu einen Lebenspunkt reinschmeißen. Ja, ich wollte ja eigentlich noch sagen, dieses Wochenende ist theoretisch, also ja, ist natürlich wieder einkaufen, wie immer. Aber wir müssten eigentlich dann Part 2 machen von meiner Steuererklärung.
Weil beim letzten Mal bei der Steuererklärung hatte ich ja das Problem, dass ich mein Passwort nicht mehr wusste. Und deswegen muss ich ein neues Passwort anfordern und das Passwort muss ja per Post geschickt werden. Und das kam jetzt diese Woche an. Oder nee, kam schon letzte Woche an, ne? Glaube ich. War der Mayanushi da? Ja, Steuererklärung, Lee. Ist langsam nicht mehr viel Zeit. So langsam musst du dich da auch dran setzen. Wofür sind denn eigentlich hier? Warte mal, zeig mir doch an, ich soll was machen. Sind das. Nee, das sind doch keine Skillpunkte, oder? Habe ich jetzt. Diese komischen roten Dinger, die ich da eingesammelt habe, sind das Skillpunkte? Wie kostet das denn? 5 zum Start und 15 Betrieb, aber das kam mir bisher so wenig vor. Das lief so lange. Aber wir machen das einmal trotzdem mal günstiger. Aber das darf ich noch nicht. Hier ist eine neue Fähigkeit. Regeneriere 5 Gesundheit pro Sekunde auf Kosten von Energie. An- und ausschalten. Mit B. Karma Level 5 gleich 5 Skillpunkte. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Genau. Ich glaube aber schon, ja. Ich glaube jeder. Ja, weil eigentlich habe ich dafür zu viele Punkte gerade. Welches Karma-Level haben wir denn jetzt? Karma-Level 4. Oh, wir sind kurz vor 5. Hier ist immer nur Karamell. Hm. Kosten für den Schild sind niedriger. Aber dieses Heilding klingt doch auch erstmal nicht schlecht. Wie viel kostet das? 2 Skillpunkte. Aktiviert die Heilung über Zeit ohne Energiekosten, solange der Netzkonverter aktiv ist. Was ist denn jetzt schon wieder ein Netzkonverter? Achso. Das ist der Netzkonverter. Egal, wir skillen es einfach. So. Können wir uns quasi wieder voll heilen. Bei Steuererklärung muss ich immer an Führerscheinprüfung denken. Oh, so richtig Lust habe ich da auch nicht drauf, aber gut, da muss er jetzt halt einmal durch. Ach, dafür, dass man das einmal im Jahr machen muss, kann das doch eigentlich nicht so schlimm sein. So, jetzt bekommen wir hier unsere Gesamtstatistik scheinbar. Die B+. Ja, stimmt, Möbor. Feuerloch der Creeps. Tiefer in dem unterirdischen Irrenhaus. Selbstsprenger Creeps sind der Gipfel des Irrsinns. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Dinger explodieren können? Das ist Flammenwerfer? Werfen die gerade diese Dinger auf mich oder was? Nee. Ach, die kommen angeflogen. Jemand? Nee. Domination. S+. Holy moly. Karma Level 5. Fragwerfer. Also mit dem Karma Level bekommen wir auf jeden Fall neue Fähigkeiten freigeschaltet. Aber ich glaube, wir haben. Ich glaube, die Punkte ist irgendwie nochmal was anderes. Wir haben jetzt einen Skillpunkt scheinbar bekommen, ja. Okay, aber dann sind diese komischen. Muttersymbole. Dann doch die Skillpunkte. So, was haben wir jetzt? Frag Dämpfer. Verringert die Energiekosten jeder Granate.
Und Geheimnis des Waffenschmieds. Die Ruiner Waffe richtet 25% mehr Schaden an. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Achso, ich war hier gerade bei... Ach, ich kann doch schon vorher sehen, was die Sachen hier machen. Okay, dann war das doch falsch. Das ist, erhöht die Munitionsmenge von Fernwaffen um 30%. Aber auf jeden Fall auch nicht schlecht. Schmeißt er mit Fragezeichen um sich? Exakt. So, was haben wir hier nochmal? Schockwerfer. Ich vergrößere den Wirkbereich von Granaten. Hier ist eine Falle. Diesmal habe ich sie gesehen. Im Dunkeln habe ich sie erkannt. Okay, das hat nicht geklappt. Ich hatte gehofft, man kann einfach irgendwie durchdashen und dann wird die nicht aktiviert, aber dem war dann wohl nicht so. Oh shit. Erkennen reicht nicht, ne. Aber jetzt zum Glück ein Heilding. Mist, hätte ich mich gar nicht heilen brauchen. Panzerbrecher. Schwere Keule. Oh boy. Ach, die hat auch eine Haltbarkeit. Ah, okay, die großen Waffen oder die Special-Waffen haben dann also eine Haltbarkeit. Okay. Die Mucke ist so geil. Oh oh. Ah, da ist Wizard. Du wieder. Ich kenne dein Hirn. Was für ein trauriger kleiner Schwamm. Ein Kinderspiel, das zu hacken. Ich würde dir raten, deine Sicherheit zu verbessern. Aber das ist jetzt wohl auch egal. Du steckst bis zum Hals in der Scheiße und weißt es nicht mal. Du bist bloß ein Hund an einer Leine, der seinen eigenen Schwanz jagt. Mach diesen Clown alle. Oh boy. So ein bisschen Blade Runner Vibe. Ne, nicht Blade Runner, Blade Vibes. Ich bin der Nightwalker. Meine Waffe ist alle. Haben wir irgendwo noch eine geile Waffe? Obwohl, die ist eigentlich ganz nice, ne? Oh. Und die Harakiri-Dudes. Piep, 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 piep. Okay, Waffe ist schon wieder alle. Bereich erledigt. Das stimmt. Oh, hier ist wieder so ein Waffenaufsammlerbot, aber irgendwie liegen hier gar nicht mehr so viele Waffen. Okay, liegen ein paar. John Dark Club. Vermutlich Jeanne, oder? De Ark Club. Was ist denn das für eine Hupe? Okay.
Mip. Dump, 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 dump. Mip, mip. Das ist die, einfach die, das ist die Cowbell von 20, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr war das nochmal, ich habe nicht aufgepasst. Achso, das heißt, ich kann denn jetzt, wenn ich die gewählt habe, kann ich das eigentlich nochmal benutzen, ne? Krieg ich nochmal einen Karma-Punkt. ...2077, das war doch das Cyberpunk-Spiel, oder? Der Andi, der flaxt mich doch schon wieder. Was haben wir denn jetzt Neues bekommen hier? Ressourcenoptimierer. Erhalte 50% mehr Nutzen aus gesammelter Gesundheit und Energie. Auch nicht schlecht. Warum sind denn die Skills alle so geil? Kann man sich ja überhaupt nicht entscheiden. Erhöht die Stärke des Reflexboosters. Aber dafür kostet der Betrieb wieder mehr? Muss ich eigentlich alle skillen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich muss schon die Skills davor benutzen, bevor ich die Skills danach benutzen kann. So, Dash, mehr Dash, noch mehr Dash. Ja, ich würde eigentlich gerne hier in diese Waffenrichtung gehen. Um 50% gesteigerte Haltbarkeit von Nahkampfwaffen. Aber das ist eigentlich auch gut. Keine klassische links-rechts gelungen, nee. Also ich gehe jetzt erstmal schon ein bisschen auf Fernkampf, Waffen, Verlangsamung finde ich gut, Heilung finde ich gut. Also so ein bisschen Fernkampf-Defensiv würde ich jetzt meine Skillungen erstmal nennen. Klassische Fernkampf-Defensiv-Skillungen. Ja, das ist aber auch gut. Ist das besser erstmal als Munition? Wahrscheinlich schon, ne? Also ich meine, hier der Damage wird dann interessant. Aber ich glaube, jetzt erstmal mehr Gesundheit und Energie zu kriegen. Auch gar nicht so schlecht. Merp. Guck mal auf den Tacho, ich muss heute noch steuern, das stimmt. Aber wir haben ja noch 12 Minuten, haben wir noch. 11. Vielleicht schaffen wir es ja noch, Wizard zu killen. YBBB. Ich bin angegriffen, werden mich nicht heilen. Nicht mehr in Ruhe heilen kann man sich hier. Wir müssen noch die dritte Münze finden. Ah, da oben steht einer auf dem Dach. Komm runter, du! Ein Vogel. Hast du mich zerlegt? Nee. Killer Combo. Watch the Butcher. Übrigens, geile Serie. The Boys. Die ihr nicht gesehen habt. Ja, das ist schon ein bisschen. Das Gameplay ist schon ein bisschen befriedigend, muss ich sagen. Sehr brutal, aber auch irgendwie befriedigend. Spielt sich einfach, das spielt sich sehr fluffig. Genauso wie ich es mag. Was haben wir da wieder für eine geile Waffe? Den komischen Hammer habe ich ja noch nicht, eine Kettensäge. Nee, Brandstifter. Ist quasi ein bisschen wie Lucille, bloß mit Feuer. A, X, Y, Y, A. Und in dem Spiel lerne ich noch die Xbox-Controls kennen. Das ist auch gut. Was hatte ich denn nochmal für eine Waffe? Oh. Hatte ich so eine epische Waffe? Gesundheit? Weiß nicht mehr. Ich muss ja eigentlich probieren, den wir einfach so machen. Wieder den Flammenwerfer. Moinsen! Guten Morgen, Cyrus! Mir geht's gut und dir? Wir haben auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel gefunden. Was ich sehr mag bis jetzt. Ah. Er braucht so lange zum Warmwerden, der Flammenwerfer.
willkommenes Geschenk. Das heißt. Ei, jetzt habe ich den schon zerspratzt, bevor der. Ich muss mal meine Heilung anwerfen. Und treffe ich den nicht? Oh, ich bin tot. Dammit. Alles paletti soweit. Das Spiel sieht auch auf den ersten Blick sehr interessant aus. Also es spielt sich sehr gut. Cooler Style, cooles Setting. Finde ich bis jetzt sehr gut. Ach Mann, ey, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich diese Waffe habe. Die Waffe gefällt mir doch nicht so gut. Oh, die brennen auch richtig. Guck mal, richtig wie der HP-Balken von denen runter tickt. Nein! Jetzt einfach alle mit dem Nahkampf fertig. Ich hätte doch eine Nahkampfskill machen sollen. Bam. Hey. Ach, ich liebe ja Katanas. Boah, das spielt sich so gut. Was ist hier los? Was ist das denn? Oh. Entschuldigung, ich wollte nicht auf dich schießen. Wer ist er? Donvius, noch so ein Gefahrensucher mit Todessehnsucht. Sollen wir bei den Knien anfangen oder schneiden wir ihm zuerst den blinkenden Kopf ab? Hat der gerade ein Doom-T-Shirt an? Ja. Ich habe wenig Schaden. Was ist denn hier eigentlich los? Erstmal die Kiste öffnen. Oh. Dein Schild weg. Nein. Jetzt hat das Schild weggemacht und ich hab geschossen. Bosskämpfe finde ich noch ein bisschen schwer, da bin ich noch nicht so richtig drin. Aber ich mag auch echt diese Schrot. Die Schrotwaffen mag ich eigentlich ganz gerne. Hey. Die Amazonendrohnen, ja. Jetzt von alleine gestorben? Oder hatte ich irgendeinen Feuereffekt drauf? So, noch eine Kopfjagd abgeschlossen. Okay. Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ja, gab nur ein B. Aber wieder ein Level up. Und ein ankommender Schredder. Kann ja richtig ordentlich was wegschreddern hier. Neue Fähigkeiten erhalten. Das ist so ein Level up-Punkt, glaube ich. Oh, der hat sogar von da hinten Sachen geschreddert. Müsste dann ja richtig Fettpunkte geben. Nein, eine Nahkampfwaffe. Nein. Mein schönes Katana. Ja gut, ich glaube, wir schaffen es leider doch nicht mehr, den... Oh. Ich glaube, wir schaffen es leider doch nicht mehr, den ersten Boss hier zu killen. So, X, Y, Y, Y. Zack, hier dürfen wir wieder nicht durch irgendwie. Dann muss man wahrscheinlich irgendwann später nochmal hier rein und kommt in irgendwelche anderen Gebiete oder so. Alles klar, mir aber danke fürs Zuschauen. Euch ein schönes Wochenende schon mal. Vielleicht bis morgen früh. Und viel, viel Spaß beim Sportsachen kaufen. Vielleicht aber wieder diesen doofen Flammenwerfer. Den mag ich eigentlich gar nicht.
X-A-A-Y. So, kommt jetzt hier Bossfight? Nein. Warum habe ich das Gefühl, dass hier gleich irgendwas Schlimmes passiert? Kommen wir jetzt vielleicht doch zum Bosskampf? Dann machen wir den noch schnell. Tut mir leid, Schatzi. Außer es geht jetzt nochmal länger weiter, dann hören wir jetzt hier auf. Aber wir haben zumindest dieses, diese Etage noch abgeschlossen. Nerf. Nerf, der Anführer der Creeps, hat versprochen, Wizard zu beschützen. Nerf steht zu seinem Wort. Ein kommendes Geschenk. Noch ein Skillpunkt. Das heißt, wir haben noch 3 Skillpunkte zu verteilen aus und wir sind wieder knapp vorm Level ab. Könnte ich denn noch skillen? Oh, jetzt blinkt hier so viel. Was ist das noch? Kinetische Sperre. Ein Feld, das Geschosse stoppt und Gegner bremst, die es passieren wollen. Nutze LT zum Platzieren einer Sperre vor dir. Ah, cool, da können wir so ein Schild bauen. Auch ganz nice. Irgendwie nicht verhungern. So, mehr Munition. Können wir das auch noch skillen? Ne, das können wir nicht skillen, verdammt. Kostet das hier vielleicht 1? Nein. Stärke des Reflexboosters. Irgendwie habe ich den habe ich auch jetzt gerade wenig benutzt, den Reflexbooster. Vielleicht nehmen wir die einfach zurück, die Skillpunkte. Okay, Nahkampfwaffen. Ist auch nicht so wichtig. Dann machen wir es vielleicht so. Oh, wobei, die Nahkampfwaffen interessieren mich wirklich gerade nicht. Dann können wir das lieber in was anderes investieren. Dash. Das Schild benutze ich auch so gut wie nie. Moment. Vielleicht können wir auf das auch verzichten. Vielleicht machen wir dann doch lieber irgendwelche anderen Skills, die ich häufiger benutze, aber... Benutzt ja gar nichts irgendwie. Nehmen wir das einfach noch mit rein. Okay, hier gibt es wieder nice Waffen. Aber wir haben ja 2 epische Waffen. Hey, du da. Du sollst mich beschützen, verdammt. Er ist immer noch da. Tut etwas. Ach, Superheldenlandung. War eine sehr niedrige Superheldenlandung. Endlich, du entschließt dich zu erscheinen. Versau das nicht, Nerf. Erfüll den Vertrag. Nerf, hier unten ist unser Wort gesetzt. Dieser Nerd steht unter unserem Schutz. Wenn du ihn willst, dann musst du durch mich durch. Wenn diese Plattform anhält, dann wird nur einer von uns stehen. Bist du bereit, Krieger? Noch eine Superheldenlandung? Eieiei. Einfach richtiger Frosch, der Typ. Der war ein Schild. Ganz interessant hier mit den Dingen. Aber kann das sein, wenn wir jetzt beim Boss sind? Oh fuck. Habe ich dann eine von diesen Münzen nicht bekommen?
Ich kann mir die nochmal mitnehmen. Gar kein Problem. Ja, ich würde einen Tee nehmen. Kann ich den jetzt irgendwie finishen? Das ist also der Geschmack der Niederlage. Ich ziehe meinen Hut, Krieger. Du hast gewonnen und der Sieger bekommt alles. Tu mit dem Mann, was immer du willst. Ja. Andi nimmt Kaffee, aber Kaffee können wir leider nicht anbieten. Er war eher ein nerviges Arschloch. Oh ja, das nehme ich, das Schwert. So ein paar permanente Upgrades wären schon ganz geil in dem Spiel. Wenn ich jetzt quasi statt dieser Brechstange, die ich habe, jetzt diese Schwert immer behalten darf, das wäre schon ziemlich nice. S plus, yeah. Die Grube. Nerf ist Geschichte und Wizard hat keinen Schutz mehr. Muss ich jetzt hier nochmal kämpfen oder bin ich jetzt... Nee, ich glaube jetzt... Guck mal, ich laufe jetzt auch langsam, dass diese epische Laufsequenz... Aber auf jeden Fall geiles Spiel. Freut mich, dass ich mich jetzt endlich mal dazu entschlossen habe, das mal anzugucken. Finde ich sehr geil. Freue mich schon, das weiterzuspielen. Werde ich, weiß ich nicht, ob ich das morgen direkt weiterspiele on stream oder ob ich das jetzt eher so für Offstream mache. Keine Ahnung, aber... Ja, ich hatte gesagt, glaube ich, mir fehlt noch eine dritte Münze. Kann das sein? Bleib zurück, du Irrer. Lass mich in Ruhe. Töte mich nicht. Ich war das nicht. Ja klar, der Heck, das war ich. Aber sie haben mich gezwungen und der Boss, das bin nicht ich, das ist... Dieser Blödmann hat deinen Kopf gehackt. Wenn wir ihn nicht stoppen, wird er es wieder tun. Stöpsel mich ein. Zeig ihm, wie es ist, wenn jemand in deinem Hirn Scheiße baut. Okay, Andi. Bin gespannt, was du da wieder zusammengeschnitten hast. Okay. Und... Bam. Warum soll ich dieser Frau eigentlich glauben? Aber egal. Erledigt. Sayonara, Wizard. Wollen wir mal sehen. Oh. Wo ist meine Kontaktlinse? Moment. Treffer. Wenn der erbärmliche Inhalt von Wizards Hirn korrekt ist, sollten wir deinen Bruder finden. Ich werde den Daten aber zuerst auf den Zahn fühlen. Sicher ist sicher, stimmt's? Geh wieder rauf, ich melde mich bei dir. Okay, Mission erfüllt. Ich spiele so stylisch. Aber dann war es das hier mit unserem Einblick in Ruina. Mal gucken, ob ich es morgen nochmal weiterspiele oder ob es bei diesem angespielt bleibt und ich mir morgen... Ich würde eigentlich ja gerne nochmal in Trackmania reingucken zum Beispiel. Da gibt es ja irgendwie ein Update. Du meinst, das war es? Dachtest, wir lassen dich einfach gehen nach all dem? Wir haben etwas Besonderes für dich. Hier, nimm es. Krass, ich krieg sogar noch ein Foto von denen. Du bist jetzt einer von uns, vergiss das niemals. Einer von uns, einer von uns. Ab jetzt passen wir auf dich auf. Juhu, Creeps passen auf mich auf. Was wünscht man sich mehr? Okay, hör zu. Ich habe Wizards Wetware geknackt. Und weißt du was? Ich habe das Signal des Chips von deinem Bruder gefunden. Wie geil ist das? Du weißt, was das bedeutet. Ja? Ja. Das heißt, wir können ihn finden, Hirni. Wir finden deinen Bruder. Wir müssen bloß dem Piepsen folgen. Wir brauchen bloß eine Möglichkeit, ihm zu folgen. Mechanics installiert dir einen ID-Tracker. Lass ihn das erledigen und wir holen deinen Bruder zurück.
Alright, let's go. Gut. Das war Runa. Hat mir sehr gut gefallen. Werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Ist genau mein Ding. Spielt sich sehr gut. Style ist sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Das ist deswegen auch der Titel dieses Twitch-Videos, Style over Substance. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das Spiel mehr Style hat und Gameplay sehr zu wünschen lässt, aber bis jetzt gefällt mir das alles sehr gut. Von daher sagen wir schon mal Tschüss an diejenigen, die es vielleicht auf YouTube gucken. Hier ist das Video zu Ende. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Oder kommt gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr mal live dabei sein wollt. Ja. Bis YouTube. Peace.